er hat immer gerade gesessen, nie die Füße auf den Tisch getan. Er hat nie mit den Fingern gegessen. Er war ein absolut korrekter Mann. Und es kann niemand wissen, warum er tat, was er tat. Er hat den Chef auf den Tisch geschissen und dann ganz ruhig seine Sachen gepackt. Er hat sich noch bei jedem verabschiedet und dann für immer das Büro verlassen. Was er zu Hause tat, das wusste niemand so genau. Er war halt immer da und machte seine Arbeit. Das ist, was man weiß von ihm. Beim After Work Club war er immer da. Er hat getrunken, aber nie zu viel. Er hat nicht wirklich viel gesagt, aber er war ein wunderbarer Zuhörer. Und Gabi hat ihm alles erzählt über die Scheidung und die Depression, die darauf folgte. Und im Büro wischt eine Reinigungskraft die letzten Reste vom Schreibtisch vor, zuckt mit den Schultern und schüttelt mit dem Kopf und spuckt in den Papierkorb. Und machte seine Arbeit. Das ist, was man weiß von ihm. Ein paar Jahre her. Wir haben den Typen nie mehr wieder gesehen. Das ist auch gut so, sowas braucht man nicht. Mann, der Kerl war doch im Kopf nicht ganz dicht. Doch manchmal an diesen besonderen Tagen, da spüre ich ihn auch.